Hier im Kindergarten Maria Hilf im Eichholz 3 zu Balzers gibt es die Lernbar. Ein ausserschulisches Angebot für Schulkinder, die einen zusätzlichen pädagogischen Bedarf aufweisen und Beihilfe beim Lernen wünschen. Am Mittwochnachmittag um 13:30 fängt es an. Mit einem freundlichen Willkommen, das gehört dazu, zu dieser Lernfamilie in der Lernbar. Eigentlich müssten wir jetzt noch schnell sagen, wie wir heißen. Also ich bin Tanni. Tanni Büchel, die studierte Heilpädagogin, hat das Angebot mit viel Engagement ins Leben gerufen. Sich ausbreiten wie ein Baum, Erde fühlen, Kraft spüren, sich im Licht zuwenden, Sonne atmen, mit Freude leben. Das ist ein Leitsatz, der über der Lernhilfe steht. Da. Das ist genau der Winkel. Schau, das sind die Regentropfen. Das bist du und die Sonne ist hinter dir, also du hast sie im Rücken. Und der Sonnenstrahl trifft auf einen von denen noch drauf. Im Laufen immer wieder. Regentropfen und bricht genau in diesen 42 Grad. Tanni Büchel und ihr grosses Team von freiwilligen Helferinnen und Helfern wissen, Kinder und Jugendliche müssen spüren, dass man ihnen hilft. Weil dann tut sich die Lernfreude auf und der Boden für eine gute Leistung ist gegeben. Also ganz kurz ist, dass ich immer wieder gefragt worden bin, dort ist Nachhilfe gegeben. Habe ich auch getan. Und die zweite Frage war, was kostet. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es genau ein ausschlaggebender Punkt ist. Was zahlt man für Nachhilfe? Oder? Wir arbeiten hier für 5 Franken. Und wir brauchen natürlich Geldgeber, weil mit 5 Franken zahlen wir Pause und so Aktivitäten wie der Zirkus. Und was wir so als noch unternehmen, weil wir haben eingeschlossen einen kreativen Teil, weil wir einfach finden, man kann nicht nur immer auf dem Stuhl sitzen und auf eine Art lernen, sondern das muss ja mal aussehen können, oder? Man muss ein bisschen grösser sein. Nach dem Lernen gibt es Pause, aber die Helferinnen und Helfer mit der Hanni Büchel, die machen eigentlich nie Pause, das Gefühl gehabt. Das Engagement, das geht durch. Da bespricht man dies und jenes, volles Engagement für 5 Franken am Nachmittag. Wir vom Vorstand arbeiten alle gratis, also in dem Sinne und auch die Begleiter, oder? Das ist ein Beitrag von vielleicht 10 Franken oder so, sofern der Verein Geld hat. Also wir sind nicht ein Verein, es ist grossteils ganz sicher eine freiwillige Arbeit, oder? Durchdenkt, rhythmisiert, als kreatives Element ist dabei. Und dann bin ich frei. Schulstoff, Pause, kreativ, dann wieder Schulstoff. Alles gehört dazu, eben zu dem rhythmisierten Unterricht. Es ist ein Gesamtpäckchen, um den Kindern und den Jugendlichen den Zugang zum Lernen zu erleichtern. Dazu gehört auch der individuelle Umgang mit den Lernproblemen. Facettenreich und immer wieder anders. Angepasst halt. Ich habe mit der Kamera an diesem Nachmittag hineingeschaut und hineingelöselt. Musst du das hier zuerst einlesen? Ich? Ja. Ja, weißt du, ich sage ihn nur einmal in der Woche und dann bringt er eine Arbeit mit. Jawohl. Und die muss ich dir anschauen, um was es geht, oder? Genau. Und hast du jetzt Hausaufgabe für dich? Ja. Und das ist schwierig. Was musst du genau machen jetzt hier? Addition. Addition? Nein, ich glaube nicht Addition. Addition. Ja. Ah ja, okay. Was hast du für Aufgaben? Rechtschreibung. Ja. Und das ist alles auf morgen? Ja. Einer kostet 50 Rappen. Mhm. Das ist 10-mal mehr, oder? Mhm. 10-mal 5 gibt 50. 50? Das ist aber wie viel Franken denn? 50. Es wäre auch wahnsinnig viel. Für 10 den Bonbons, den Bollen. 50 Franken, das ist unheimlich teuer. Das hätte man der Mama nie kaufen. Machen wir eine Liste. Hm? Jetzt also 4 kosten 2,80 Franken. Mhm. Wie viel kommt denn wohl? Wie viel kostet wohl eine einzige Flasche? It's sunny. Warm.
Hot. Yes. Clothes. Kleider. What's the weather like? Bestes Wetter. Ja, man kann auch sagen, wie ist das Wetter? Da. Nein? Nein. January. Du hast jetzt das erste Mal gehört, sie macht schon recht gut, was meinst du? Sie macht super, ja. Sie macht super. Was ist es so bei euch anders als in der Schule, so aus deiner Sicht? Ja, wir unterstützen einfach zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder beim Diktatkorrektur. Das ist das, was wir machen, dass wir einfach auf Schwachstellen eingehen können. Wir sind natürlich da 1:1 und können natürlich sehr viel individueller auf Kinder eingehen. Das ist jetzt zum Beispiel Satz der Woche, wo man unterschiedlich oder wo das Kind unterschiedliche Aufgaben lösen muss. Und das ist ein Diktat, wo man dann nachher einfach noch anschauen und korrigieren. Da gibt es dann noch bestimmte Punkte, was man schauen muss, was man korrigieren muss, Rechtschreibfehler, fünfmal schreiben und so. Und da schauen wir einfach, dass das richtig gemacht wird. Das ist zum Teil noch schön geschrieben und gut gemacht, gell? Also sehr schön. Muss ich sagen, das ist ganz schön geschrieben hier. Da habe ich schon anders gesehen, ja, das stimmt. Und was ist denn anders als in der Schule? Was meinst du so? Aus deiner Erfahrung heraus? Ja, also Hauptsache ist natürlich die individuelle Fokussierung, die wir haben aufs Kind. Ja. Ist natürlich klar, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der hat 25 Kinder in der Klasse und kann dann natürlich, muss da ganz anders arbeiten als wir in der 1:1 Betreuung. Warum kommst du jetzt daher? Ja, zum Lernen, und sie helfen mir eigentlich bei Sachen, die ich nicht verstehe. Ja. Zum Beispiel bei allen Wortketten und anderes. Was auch nicht, hat mich einfach fasziniert. Und ich finde es einfach etwas Schönes, dass man da einen Nachmittag einsetzen kann, mit den Kindern etwas machen. Es gefällt mir einfach sehr gut. Es ist einfach ein bisschen etwas, was ich machen kann und der Gesellschaft zurückgeben kann, das Gefühl. Seit wann hast du schon Englisch? Seit der, ich weiß nicht, 3. Klasse Primarschule. Ja, ja. Machst du es gerne eigentlich, Englisch so? Ja, ist ein Lieblingsfach. Ja, okay. Und warum kommst du jetzt hierher? Dass wenn ich Hilfe brauche, mir die Lehrpersonen oder die ehemaligen Lehrpersonen mir helfen kann. Ja. Und es gefällt mir einfach so. Was ist anders als in der Schule? Ja, dass man da nicht strikt auf Befehl, also dass man da nicht gedrängt wird, etwas zu machen. Und ja, dass es da halt kein Befehl gibt wie in der Schule. Ja, so weniger Druck. He? Ja, genau. Möchtest du ins Gymnasium gehen? Ins Gymnasium? Nein, ich fange der Sommer eine Lehre an. Was für eine? Informatikerlehre. Aha, dann brauchst du dich Englisch, gell? Business Englisch dann? Ja, genau. Also, fragen wir zunächst, wo sind wir? Sind wir hier? Und du machst das Englischunterricht, ha? Ja, ich bin Englisch helfen. Ich bin keine Lehrerin, es ist nicht Unterricht, ich kann helfen. Aber sprachlich wahrscheinlich ein Multitalent, ha? Du? Ja, ich das gerne, ja. Gell? Liebe Sprachen, ja. Sieht man das an? Das sieht man an, ja. Ah, schon? Okay. Ja, genau. Ja, das mache ich gerne, ja. Das Ganze ist ja 100%, oder? Und 1/10 werden 100. Ich wäre nämlich genau 100 durch 10 ist 10. Aber du hast jetzt ja da 125 Zehntel. Was musst du jetzt noch rechnen? Geteilt. Und jetzt, wie viel sind es? 125. Mal. Resultat. 1250. Jawohl. Nämlich? Zu Prozent. In Prozent. Gell, das war schon immer eine schwierige Thematik, gell? Irgendwie. Ja. Das scheint, ja. Ja. Was müsst ihr da machen? Erklär sie. Ja. Joana, was musst du machen? Weil er weiß ja nicht, was deine Aufgaben sind. Ja, da muss ich rechnen. Zum Beispiel 9 plus 5. Wenn ich weiß nicht, dann kann ich so machen. 9 plus 1 gleich 10.
Und dann 5 habe ich 4. Und 4 habe ich schon. 1, 2, 3, 4. Dann plus 4 gleich 14. Super. Perfekt, genau. Gell? Ja. Die Zählübergänge, da haben wir ja, schon Schwierigkeiten gehabt, gell? Aber es sitzt, wenn man es kann, ja, dann sitzt es genau. Immer. Jetzt sagst du mal, was du da hast. Die längeren Sätze, was du da hast. Beim Angeln. Nummer 1. Die dritte Form. Nummer 3. Also. Der Angel zieht an etwas. Was ist denn der Angel? Angel. Ist das ein Engel? Nein. Oder Angelo? Angelo? Nein. Was könnte das sein, der Angel? Weiß ich nicht. Nicht? Weißt du nicht? Nein. Was ein Angel ist? Nein. Zum Aha, ja, den ist schwierig. Ja. Den ist es wirklich schwierig. Eine Angel braucht man zum Fischen. Ah, der zieht an Angel etwas. Nein. Ja, das ist wirklich blöd. Der. Was würdest du jetzt wünschen, wenn du so am Brunnen in einen Angel würdest werfen? Was möchtest du rausnehmen? Ein Fisch. Oh, kein König. Ja, Fischkönig. Ja, gute Antwort. Also der Schüttelsatz, schwierig, gell? Mhm. Etwas zieht an der Angel. Man hört Klatschen, auch Beifall, den Delfinen scheint das zu gefallen. Moment schnell, was heisst das Klatschen, Beifall? Hast du das auch schon gemacht? Kannst du klatschen? Ja. Wie geht das? Gut. Und an einem Konzert oder einem Fußballmatch, hast du auch schon geklatscht? Nein. Doch. Doch. Und wieso hast du denn geklatscht am Konzert oder an einem Fußballmatch? Weil es Goal hat. Das heisst, du hast es cool gefunden, dass es Goal gegeben hat. Das heisst, Beifall, es hat mir gefallen. Les, bravo, darum haben die Leute klatschen. Das heisst, es hat ihnen gefallen. Gell? Das heisst, Beifall klatschen, klatschen, um zu sagen, bravo, bravo. Ist klar? Kennen? Gut, dann darfst du weiterlesen. Den Delfinen scheint das zu gefallen. Immer mehr springen hoch und tauchen dann wieder hinab. Es sieht wunderbar aus, elegant und vergnügt. Was ist da anders, Erik, als in der Schule? Ein Kind könnte im eigenen Tempo arbeiten. Zum Teil sind sie eigentlich persönlich betreut, also pro Betreuungsperson 1 oder 2 Kinder. Wir nehmen uns Zeit und können ihnen vielleicht ein bisschen mehr erklären als in der Schule. Und er darf immer fragen und versuchen uns das Beste zu geben, gell, Kenan? Dass er seine Sachen gut kann machen kann, die Hausaufgaben richtig kann machen und vielleicht nebenzu noch ein bisschen mehr kann lernen. Und dann könntest du lernen und dann musst du dich ja mal darauf einstellen. Du musst auch natürlich dann das Wissen haben, oder? Ja, wir sind zum Teil ehemalige Lehrpersonen, das hast du vielleicht schon gemerkt. Wir haben aber auch Hausfrauen und Mütter, die Kinder draussen sind. Und wir tun uns einfach, die Arbeit mit den Kindern gefällt uns. Und wir wollen diesen Kindern, die zum Teil ein bisschen benachteiligt sind, sei es sprachlich oder auch familiär, ihnen unter die Arme greifen, dass sie es im normalen Schulalltag ein bisschen einfacher haben. Wir sind auch einige ergraute, pensionierte Menschen mit pädagogischer Erfahrung und teilweise auch nicht, aber halt Lebenserfahrung. Das ist eine Aufgabe, weil wenn wir gesagt haben, dass es nicht angehen kann, wenn ich zum Beispiel nicht befähigt bin, außerschulische Unterstützung zu zahlen, dass sich dann gerne nicht bewegt.